Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Lebenshaltung, zurück bei unserer mittelalterlichen Schmiede. Ja. Tobias ist auch noch am Start. Ohne den schaffe ich es nicht. Doch. Wir wollen jetzt die Kutsche. Ohne ihn repariere ich aber Dächer. Das, ja. Er hatte gerade ein bisschen was zu tun und da habe ich mir gedacht, ich nehme den Kram nochmal auseinander. Ja, mal Kleinigkeit, aber ansonsten, jetzt passt es. Willst du sie auch schon mal? Jetzt wollen wir die Kutsche. Gute Hochzeiten. Deine Finger schon beim Finalen. Das hat gelingt. Oh, ich hab's zu weit. Sorry. Jetzt kommen die Ritter mit ihren Knappen. Oh ja. Ja, haben wir ja gerade erfahren, beziehungsweise in der letzten Folge. In der letzten Folge, ja. Geritter und Geknappe. Ritter und Geknappe. Jetzt kommen die Schulterpolster mal zum Einsatz. Was haben wir denn hier? Was Lächelndes? Oh, es ist auch wieder eine Frau, ne? Du, welche machst du denn? Rechten oder den linken? Gute Frage. Hast du den einen Schulterpolster? Ich habe einen Schulterpolster, mache ich nämlich den Typ. Weil sie hat zwei Schulterpolster. Sie hat zwei Schulterpolster. Dann nehme ich den Typ mit dem Board. Na, komischerweise nur ein Gesicht. Kein Wendegesicht wie die anderen. Sie hat auch nur ein Gesicht. Mhm. Ja, das gab es damals gar nicht, eine Ritterinnen, also das ist so. Wäre für mich nicht was Neues, also ob es tatsächlich Ritterinnen gab, hat sie die richtige Frisur? Noch nicht. Weil ich habe eine, achso doch, die passt ja doch. Ah, der sieht älter aus als 30. Man kann dann entweder die Haare nehmen oder den Helm, ne? Ach so, meinst du, kann den Helm nicht? Ne, stimmt, kann man nicht draufsetzen. Ja, oder den Helm, das steht ja auch extra in der Beschreibung. Wer liest die denn schon? Ja, ich. Eben. Ich nicht. So, was haben wir für Schilder? Schild. Aber er hat nur ein Schild, den ich. Wir haben aber zwei. Ja, aber das kommt wahrscheinlich am Wagen. Das kann sein. Dann würde ich sagen, auf zu warten. Wagen wir es, der Wagen zu sagen. Ja, ein Wagnis, das reingehen. Also schade, setmäßig gibt es für mich im Moment nichts, was mich so. Ja, flasht. Ja. Vielleicht kommt ja mal wieder was. Ach, irgendwann bestimmt. Aber ich muss auch den Platz haben, dann wird es eng. Wolltest du nicht dieses NES-Set von... Ja, war ich erst einmal eng. Aber come on, ich bin mit dem Super Nintendo aufgewachsen. Das stimmt. Also ist es nicht mein Set. Und es kostet auch immer noch 230 Euro. Das stimmt, ja. Was ich mal gesehen hatte, das kenne ich vor allem Frühjahr oder wann? Letztes Jahr? Oder ich weiß, oder irgendwann war. Das waren Flügel, Konzertflügel. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Bis ich gesehen habe, dass man dafür eine App braucht. Ja, da braucht man eine App für. Und dann habe ich mir gedacht, Leute. Das fand ich dann nicht mehr cool. Bei den zeigt ja auch später das Beat It's Portrait, ja. Dann kannst du auch bei Musik hören. Also. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Gibt es einen QR-Code und dann hast du einen Song, dann kannst du dabei bauen quasi. Finde ich auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, warum Nintendo mittlerweile alles nur noch mit dem Handy macht. Oder vieles. Oh, das gab es früher aber auch nicht. Dass Pferde ihre Hinterbeine. Das stimmt, nicht so sehr. Schon fast was von Playmobil. Ja! Ja, ich weiß, böse Worte. Böses Wort. Du hast mich echt gedacht, die gehören zusammen. Ja, ich dachte das aber auch. Playmobil und Lego. Playmobil und Lego dachte ich auch nochmal. Oh, ich kriege ja so viel zu tun, das gibt's ja nicht. So, was haben wir denn hier? Wieso, das Schild kommt da dran, das ist ja auch interessant. Okay. Gib mal her den Karren. Das Säckchen will nicht halten. Hast du was zu vorlegen?
Hatte ich ja. Ah ja, Essen und Trinken kann ich aber vorlesen. Während die Tische des Adels und der Wohlhabenden meist gut gedeckt waren, wurde bei den Bauern hauptsächlich Brot, Käse und Schweinefleisch gegessen. Die Milch bekamen die Menschen damals hauptsächlich von Ziegen und Schafen. Bald bei bald waren auch mit Gerste oder Hafer zubereitete Getreidebrei oder Eintöpfe. Das beliebteste Getränk war wohl Bier, so wie heute. Es wurden mit verschiedensten Getreidesorten hergestellt und oft in rauen Mengen getrunken. Auch Met und Wein wurde gerne konsumiert. Ja, jetzt kommen wir mal zur Freizeit. Das wird interessant. Kleidung. Wie auch heute war die Kleidung im Mittelalter eine Möglichkeit, seine Stellung und seinen Reichtum zum Ausdruck zu bringen. Je nach gesellschaftlichen Stand wurde mehr oder weniger kostbare Stoffe und Farbstoffe verwendet. Die einfachen Menschen trugen hauptsächlich Kleidung aus Hanf, Leinen und Schafwolle. Die Liebe. Die Liebe spielt im Mittelalter oft eine untergeordnete Rolle. Eheschließungen wurden meist aus pragmatischen Gründen vollzogen. Ja, das in der Regel ohne Mitspracherecht der Frau. Sexuelle Handlungen fanden entgegen den kirchlichen Vorratsvorschriften nicht nur in der Ehe statt. Es gab auch Modelle und Farbstufen. Ja. Ja. Gesundheit. Das Leben im Mittelalter war geprägt von kaum vorhandener Hygiene und rückständiger medizinischer Versorgung. Wurde man im Mittelalter krank, war das eine sehr ernste Sache. Und sehr oft überlebten die Menschen Krankheiten oder Verletzungen nicht. Ja, richtig. Das Reisen war im Mittelalter wesentlich beschwerlicher und auch gefährlicher als heute. Es gab natürlich einige Gründe, warum Menschen auf Reisen waren. Freiwillig waren das jedoch sicherlich die wenigsten. Je wohlhabender eine Reisende aussah, desto gefährlicher war es für ihn. Überall konnte man eben überfallen worden. Ja. Kannst du weiterlesen? Ich bin gerade so gut gefragt. Gut, mehr habe ich nicht. Wie? Ja, mehr habe ich nicht. Das war's? Das war's. Hier war's mit der Alter. Ein kleiner Ausflug. Das war das Mittelmeer. Kleiner Ausflug ins Mittelalter. Ja, wir dachten uns mal was anderes neben dem Bauen. Statt immer zu reden. Wir reden ja auch so, sonst nicht. Das stimmt. Also, dass wir mit dem Kurse Laternen anquatschen. Oh, wie süß. Ja, ne? Das ist eine Schlagseite. Oder es liegt am Tisch. Das liegt am Tisch. Ohne groß nachzudenken, wird schon der Tisch sein. Das Säckchen gehört übrigens zwischen den Steinen, nicht auf die Steine. Ach so, deswegen ging das. Ja. Kannst du direkt als Pferdchen basteln. Ja, das war ja immer so, dann konnte man das hier zwischen machen. Da konnte man sich eben aussuchen, ob man den Wagen zieht oder der nur das Pferd hat. Ach so, ja, okay. Na, das ist eben so, wenn man nicht das Pferd gespannt hat. Ja, das sieht ja komisch aus, wenn es da ein Loch hat. So, das war das die letzte Dings und man war es nicht zusammen, also so war man nicht zusammen. Tja. Das wird aber jetzt auch die andere Lösung zu Ende. That's it, folks. Das ist. Das machen wir im finalen Video, ihr kennt das ja. Dann setzen wir es zusammen. Das und dann stellen wir fest, es passt nicht. Dann machen wir irgendein Overview wie immer, ne? Auf jeden Fall. In dem Sinne, bis zum Finale. Ciao.